Moin, moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute möchte ich einen Kühlschrank fürs Auto bauen, und zwar selbst. Ich habe mir schon viele Videos dazu angeguckt, im Internet mich ein bisschen schlau gemacht, wie man am besten seine... Oh, jetzt kommt der Zug. Jetzt kommt der Zug. Ja Leute, ich habe schon im Internet ein bisschen nachrecherchiert, wie lange man, beziehungsweise wie man am besten und am einfachsten so seine Lebensmittel kühl halten kann und möglichst lange... Und wenn es geht, auch ohne Strom. Dazu habe ich mir ein paar Kühltaschen angeschaut. Dann habe ich mir Videos angeschaut. Und ich muss sagen, da gab es echt wirklich gute, auch selbst gebastelte Kühlboxen. Plus, wir waren jetzt die letzten Tage wandern mit ein paar Freunden. Und ein sehr guter Freund von mir hat eine Kühltasche mitgehabt mit einem Kühlakku. Und ich muss sagen, die Getränke, die wir alle drin hatten, plus dieser eine Kühlakku, hat von 10 bis abends um 18 Uhr oder so die Getränke kühl, sehr, sehr angenehm kühl gehalten. Und das war wirklich nur eine einfache Kühltasche. Und weil ich vorher auch schon bei YouTube einige Videos dazu gesehen habe, selbstgebaute Kühlschränke für den Campervan oder einfach nur fürs Auto, habe ich mich entschieden, auch sowas zu basteln, selbst zu basteln. Erstens komme ich da günstiger bei raus. Zweitens kann ich mir meine Größe sehr, sehr gut aussuchen. Ich habe jetzt hier zwei Boxen gekauft. Antocha Absolut. Des Waldes reine Seele. Kurz noch was zu den Boxen. Ich habe nach mehreren, also schon wochenlang geschaut, nach verschiedenen Boxen bei verschiedenen Kaufhäusern, Bauhäusern, auch im Internet und so weiter und so fort. Und jetzt bin ich letztens, ich mache keine Werbung für nichts und niemanden in diesem Video, deswegen sage ich auch nicht die Marke, obwohl das hier hinten drauf steht. Jedenfalls finde ich diese Boxen sehr, sehr gut, weil die relativ stabil sind. Man hat hier Ösen, da kann man Schlaufen durchziehen und das Ganze hier nochmal richtig festmachen. Dann geht wirklich nichts mehr auf. Dann haben wir hier Schnallen, die gehen auch relativ gut fest zu. 5 Euro pro Box habe ich bezahlt. Dafür finde ich das Plastik und so die ganze Konstruktion sehr, ja, sehr robust, muss ich sagen. So, dann geht das hier einmal auf. Das sind 12 Liter. Und jetzt habe ich hier schon mal ein paar Sachen reingelegt. Einfach mal, um zu zeigen, was hier so alles reinpasst. Die eine Box möchte ich ja gleich in einen Kühlschrank umfunktionieren. Und da sollten dann in Zukunft Wurst, Käse, Brot und so oder auch Getränke wie hier zum Beispiel rein. Das ist jetzt hier eine 0,7er Fruchtsaftflasche. Die passt hier ohne Probleme rein. Ja, da würden jetzt noch wahrscheinlich 3 Stück davon reinpassen, 12 Liter. Ich sag mal so, für 2-3 Tage reicht das für meine Zwecke jedenfalls aus. Rutschtest auch bestanden. Ja, und jetzt bauen wir mal den Kühlschrank zusammen. Ist relativ einfach. Ist eine Idee von mir selbst. Ich habe zwar welche gesehen, die haben sie ein bisschen anders gemacht, aus Karton und so. Aber Karton... Wenn da mal ein bisschen Regen drauf kommt oder so, dann werden die morsch und pappig und lappig und nee, dann lieber so eine Box. Die hält dann auch. Also wir brauchen im Prinzip nur eine Schere, eine Heißklebepistole und eine Scheibenabdeckung fürs Auto. Das Gute hier dran ist, so funktionieren übrigens Kühltüten auch mit dem, ich glaube, die sind sogar aus demselben Stoff. Das Aluminium hier, die Aluminiumbeschichtung, einerseits die Kälte oder die Wärme abstrahlt. Und dieses Polster hier zusätzlich nochmal die Luft isoliert. Also Luft isoliert Kälte und Hitze auch. Also das ist hier das ganze Geheimnis. Die Aluminiumseite, die müssen wir auf jeden Fall hier an die Außenwand oder Innenwand nach außen kleben. Ich glaube, das wird hier das Schwierigste daran. So, sieht das schon mal sehr, sehr gut aus. Ich glaube, ich klebe von innen gleich schon mal zu. Dann ist das Ganze fest. Und hier an den Ecken, wie gesagt, schneide ich dann mit der Schere ab. Dann haben wir hier alles rechtwinklig und können das an den Seiten auch ankleben. So der Plan, Leute.
Ach, ist das schön, wenn man Strom hat im Schrebergarten, ja? So. Oh wei, Leute. Man muss hier wirklich echt aufpassen, dass der Heißkleber nicht zu heiß ist, weil sonst dieser Schaumstoff hier schmilzt. Machen wir einmal hier so einen Kreis. Zack. Alles schnell rein hier und dann schön die Ecken zudrücken, Leute, und es ist nichts geschmolzen, also gerade so richtig die Temperatur gewesen. So, hier auch erstmal so 2-3 cm noch Platz lassen, damit wir das Ganze gleich auch noch mal überlappen können. Dann glaube ich, ist das auch dicht hier alles. Zack. So sieht das Ganze jetzt aus. Es ist alles schön fest von innen. Nichts ist locker. Ja. Jetzt muss natürlich aber auch noch der Deckel, damit das Ganze auch von oben nach oben hin dicht ist. Dazu nehmen wir uns das, dann schneide ich das hier so aus mit. Das ist übrigens Django Okavango. Er chillt seine Basis. Tun wir das mal hier rein, ne? Gut, machen wir erstmal hier hin, ne? Schön hier, ne? Oh, wir haben keine Kleber mehr, Leute. Das wird eng. Das wird sehr, sehr eng. Wir haben keinen Kleber mehr. Ich mache das jetzt einfach mal mittig. Und hoffe, dass das alles passt. So. Oh, das sieht schon mal sehr gut aus hier. Hier und hier, und dann passt das. Zack. Das heißt, es wird auch luftdicht verschlossen, Leute, weil das hier liegt dann hier oben drauf, und das ist sehr, sehr gut. Das ist der Deckel. Kann man natürlich auch noch ein bisschen nachbessern, das mache ich später auch noch, aber ich habe jetzt eben keinen Kleber mehr, keine Patronen mehr für die Pistole. Fertig. Da haben wir die selbstgebaute Mini Camper Van Kühlbox, Leute. Ich schau mal, ob die zugeht. Ja, Mann. Sogar noch besser als vorher. Die ist jetzt richtig fest. So, richtig schön. Und ich werde das Ganze jetzt mal, das noch eigentlich sehr kühl ist hier. Ja, der Saft. Den werde ich jetzt hier umlagern. In der Hoffnung, dass er auch noch etwas länger kühl bleibt. Und dann werde ich das jetzt auch direkt so testen, so ein Erfahrungsbericht, wie sich die Box dann macht im Alltag und alles, werde ich dann in einem anderen Video auch nochmal erwähnen, wenn ich meinen ausgebauten Minicamper dann einmal kurz komplett vorstelle und zeige, was dort alles so verbaut ist. Und dann werde ich hierzu auch nochmal ein paar Sachen sagen. Das ist jetzt aber erstmal meine Kühlbox. Ja. Wenn sie was taugt, für die nächsten Jahre, würde ich sagen. Und falls euch das Video gefallen hat mit der selbstgebauten Kühlbox, Kühlschrank fürs Auto, dann lasst auch gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo. Falls noch nicht abonniert, hier gibt es regelmäßig Videos mit mir und Django. Okavango. Rund um die Natur. Bis zum nächsten Mal und einen frischen Gruß an Tocher Absolut. So, und wir fahren jetzt erstmal, glaube ich, an den See.